Also, dritte Form der zweiten Kata. Ich greife an, sie weicht aus mit Ukinagashi, kontert, stoppt, lässt mir Raum, ich greife sie nochmal. Jetzt steckt sie zurück und dieses Noto, was sie macht, muss so sein, dass ich mich nicht traue, sie anzugreifen, weil dieses Noto ist eine konkrete Bedrohung. Da müsst ihr aufpassen. Ihr dürft nicht ein normales Noto machen, sondern dieses Noto muss wie eine Attacke sein, ein extremes Sanchi. Ich traue mich nicht, sie anzugreifen. Sie schiebt zurück und entspannt sich. Und jetzt gibt sie mir damit das Signal, oh. Ich kann doch nochmal angreifen. Dann greife ich nochmal vom Jodan an und sie zieht direkt aus der Sahaja raus durch meinen Bauch und geht aus meinem Schnitt raus in letzter Sekunde oder im letzten Zehntel der Sekunde. Das Timing ist aber extrem wichtig. Ja? Nochmal, passt auf mit den Schwertern, dass ihr hinterher nicht nur zerrissene Kleidung, sondern auch zerrissene Bäuche habt. Vorsicht. Ja? Übt es vielleicht erstmal mit Strohhalm oder Bokto, irgendwas Ungefährliches, Shinai, keine Ahnung. Aber, ja. Das überlebt der Angreifer nicht. Und dann wieder das übliche Chibori, Chinogui, ja, Noto ist frei. Ihr könnt es gestalten, wie ihr wollt, je nachdem, wie die Situation ist. Und üblicherweise, wenn ihr unsere Trainingsvideos anguckt, die Endversionen, die wir auf YouTube haben, der eine liegt hier am Boden und zeigt damit dem anderen auch, wo er hingucken muss. Ja? Das eine ist, das zweite noch, wenn ihr den Gegenangriff macht, am Anfang vorsichtig üben, dass ihr hier auch anhaltet und nicht bis dahin durchkommt und danach mehr und mehr Druck geben, denn es ist ja kein Gegenangriff, wenn ihr so macht, der läuft euch ja vorher davon oder er lacht euch aus oder sonst was. Nein, das muss, ja, es muss schnell sein und da gestoppt werden. Könnt ihr hervorragend an einer Tatami üben, ja, indem ihr ausweicht, bam, dass das Schwert nicht nachwirkt, weil nachwirken heißt Hals halb durch. Also zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter fragt euren Arzt oder Apotheker. Dankeschön.